Hallihallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute machen wir ein ganz klassisches Rezept für etwas, das in keinem Haushalt fehlen darf. Es geht um Kräuterbutter. Da gibt es tausende Rezepte im Internet, in verschiedenen Foren und auch bei YouTube-Kanälen. Ich habe für euch das Grundrezept mitgebracht. Das ganz klassische Kräuter-Butter-Rezept. Da braucht man nichts anderes als Kräuter und Butter. Ja, wie gesagt, es gibt verschiedene Varianten und ihr könnt mir natürlich auch gerne mal schreiben, wie ihr das Ganze variiert. Ich mache jetzt die Kräuterbutter, die für mich am besten zu fast allem passt, ob jetzt auf Ofenkartoffeln oben drauf oder zu gegrilltem selbstverständlich, zu einem Steak oder einfach nur aufs Brot. Alles was wir brauchen sind Kräuter und zwar haben wir hier so 10 bis 12 Basilikumblätter, eine große Handvoll Petersilie, etwas Thymian habe ich noch dazu gemacht und ein klein bisschen Rosmarin. 2 Knoblauchzehen und das Ganze zerkleinern wir jetzt hier in unserem Mixtopf 5 Sekunden auf Stufe 5. Wichtig ist hier, dass der Topf auch trocken ist, weil die Kräuter sonst relativ schnell oben kleben bleiben, aber das kontrollieren wir dann natürlich entsprechend nochmal. Die restlichen Zutaten kommen jetzt dazu. Vorher nochmal hier die ganzen Kräuter etwas runterdrücken. Die sind auch soweit schön klein gehäckselt. Und zwar habe ich 250 Gramm Butter in kleinen Stücken. Die sollte Zimmertemperatur haben, also nicht mehr steinkalt sein. Na, geht gar nicht mehr raus hier, also die klebt schon. Wunderbar. Dann machen wir noch einen Teelöffel Zitronensaft dazu. Einfach für den Geschmack, ich mag das sehr gerne. Eine Prise Pfeffer und ein bisschen Salz. Das kann man zur Not nachher nochmal nachwürzen. Ich würde da auch nicht zu viel Salz nehmen. Das Ganze jetzt 20 Sekunden auf Stufe 4 bis 5. Ich stelle jetzt einfach 4,5 ein, was ja beim TM5 wunderbar geht. Man hat schon am Geräusch gehört, dass das genau gereicht hat. Wobei ich jetzt nochmal reinschaue, es haben sich jetzt oben noch ein paar Kräuterchen verfangen. Die kann man jetzt natürlich auch nochmal runterdrücken und das Ganze dann nochmal so 2-3 Sekunden hier vermischen. Es war aber jetzt gar nicht so viel. Also so in etwa sieht es aus, wenn ihr das rausholt. Ihr könnt das jetzt natürlich einfach in eine Schüssel umfüllen, so werde ich das jetzt machen. Man kann das natürlich auch einfrieren, dann hat man immer was zu Hause. Es gibt auch Leute, die streichen das auf Alufolie und rollen das Ganze. Dann hat man eine schöne Form, so schöne Scheibchen. Wie ihr das macht, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ich fülle das jetzt hier ein und benutze das dann nachher für mein Grillfleisch. Zum Beispiel könnte man das auch auf die Sous-Vide-Steaks machen, die ich euch ja auch in einer anderen Folge schon vorgestellt habe. Das ist eigentlich schon alles. Ja? Kaum Arbeit, schön aufs Baguette drauf. Das stelle ich mir auch sehr, sehr lecker vor. Aber ich fülle das jetzt erstmal um und dann probiere ich es mal. So, unsere Kräuterbutter war jetzt im Kühlschrank, ist schön durchgekühlt, hat ein bisschen gezogen. Und ich habe jetzt überlegt, mache ich die auf dem Baguette? Das wäre natürlich so der Klassiker. Aber ich habe hier noch ein paar Tranchen von unserem Sous-Vide-Steak, das wir auch hier im Kanal gekocht haben bzw. zubereitet haben. Es ist ja nicht nur gekocht. Und ich glaube, dazu passt die Kräuterbutter auch sehr gut. Deswegen werde ich die Kräuterbutter mit diesem Sous-Vide-Steak probieren. Da kann man ruhig großzügig drauf machen. Da ist nämlich sonst nichts dran an diesem Sous-Vide. Und wenn ihr das nicht kennt, solltet ihr euch das unbedingt anschauen. Das ist eine wirklich überraschend einfache, zumindest mit einem Thermomix, einfache Zubereitungsart für Rindersteaks. Wir haben jetzt hier Hüftsteak genommen, da wird das Niedergartemperatur gekocht. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Aber jetzt geht es um die Kräuterbutter und das passt super. Ich brauche da echt nicht mehr drauf. Also da braucht man keine Soße für, nichts. Das ist so der klassische Grillfleischbelag, sage ich mal. Nee, ist echt super. Für mich könnte noch ein bisschen mehr Salz ran. Das ist aber kein Problem, weil nachsalzen kann man ja immer noch. Ich weiß auch nicht, ob unbedingt
Salz an die Kräuter oder in die Kräuterbutter rein muss, weil man ja doch sowieso auch nochmal mit dem Streuer drüber geht. Kräuterbutter ausprobieren, nachmachen und, wie ich eben schon gesagt habe, gerne auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze variiert. Ich habe übrigens noch eine Idee bekommen, je nach Jahreszeit kann man natürlich auch Bärlauch reinmachen. Ja? Bärlauch ist ja das. Bärlauch, in Deutschland gibt es ja tausende von Bärlauchprodukten. Warum nicht auch mal Kräuterbutter mit Bärlauch machen? Schnittlauch geht übrigens auch. Solltet ihr aber dann, bevor ihr die in den Mixer werft, einmal kurz in Röllchen schneiden, weil sonst habt ihr ein bisschen Probleme, das klein zu machen. Weiß ich aus Erfahrung. Ich wünsche euch einen schönen Tag, freue mich auf die nächste Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst es nicht zu liken und so ihr das noch nicht habt, abonniert auf jeden Fall den Kanal, denn wir kochen hier jede Menge leckeres Zeug für euch und das solltet ihr nicht nur zuschauen, sondern auch nachkochen. Alles Gute, tschüss.